Einen wunderschönen guten Tag. Eure Fragen, meine Antworten darauf. Eine neue Ausgabe von Pia plaudert privat. Wieder mal von meinem wunderschönen Balkon. Viel Spaß. Mailins Welt, du hast gleich 4 Fragen gestellt. Als erstes wolltest du wissen, wie alt ich bin. Alt. Sehr alt. Aber man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt, von daher bin ich gerade mal so um die 18. Da darf man schon ab und zu ein Bierchen trinken, aber trotzdem noch verrückte Ideen haben und sich crazy anziehen. Nein, ich bin aber Ende 20. Dann hast du mich gefragt, was mein nächstes TV-Projekt ist. Mein nächstes TV-Projekt ist in den Startlöchern, aber leider darf ich noch nicht drüber reden, sonst kriege ich ganz doll Schimpfe. Deine dritte Frage, wie lange habe ich vor, beim TV zu bleiben? Ja, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. So lange wie möglich und so lange wie man noch Bock auf mich hat und ich noch Angebote kriege. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, auf Biegen und Brechen würde ich nicht beim TV bleiben wollen. Also es gibt diverse Sachen, die ich nicht machen würde. Von daher mal gucken, wie lange ich noch die Gelegenheit dazu habe. Dann war noch deine vierte Frage, ob ich noch weitere Tattoos in Planung habe. Erstmal nein. Also ich habe in letzter Zeit eigentlich alles so das fertig gemacht, was ich machen wollte, aber man weiß ja nie, was noch kommt. Sala Nymau, du wolltest wissen, ob ich mich selber als tough bezeichnen würde. Nicht unbedingt. Also in bestimmten Situationen sicherlich. Also da, ja, aber eigentlich nee. Ich bin auch ganz gerne mal das kleine Mädchen, was sich in den Arm nehmen lässt und getröstet wird. Hakan Akgun. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich hoffe schon. Du wolltest wissen, was meine Lieblingszahl ist. Meine Lieblingszahl ist die 13 und mein Lieblingstag ist auch eigentlich Freitag der 13. Für viele ganz crazy und verrückt von mir, aber ich mag diese Nummer und ich mag auch den Tag. Freitags finde ich eigentlich immer schön. Typisch YouTuber, deine Frage, magst du lieber Marmelade oder Honig? Weder noch eigentlich. Also ich esse beides gleich, gerne oder ungerne. Marmelade finde ich ganz geil mit Frischkäse auf dem Brot. Honig finde ich ganz geil im Müsli mit Joghurt oder sowas. Also, aber eigentlich esse ich beides echt mega, mega selten. Das ist eigentlich eine Ausnahme. Am liebsten mag ich ja Nutella, wenn es um süßes Frühstück geht. Nicolette Saul. Erstmal vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Du hast gefragt, wie ich zum Thema Listenhunde stehe. Erstmal gut ab, dass du dich dafür einsetzt. Finde ich super. Ich stehe gar nicht zum Thema Listenhunde, weil ich das total ein Blödsinn finde. Ich denke nicht, dass man sagen kann, ein Hund gehört auf eine Liste und muss als gefährlich eingestuft werden, weil ich bin der Meinung persönlich, dass ein Hund immer nur so gefährlich ist, wie der Besitzer es zulässt. Und ich kenne Kampfhunde, die super lieb sind und die absoluten Schäfchen. Und andere Hunde, die nicht auf der Liste stehen, die echt zubeißen, weil sie eben einfach einen fiesen Charakter haben. Ich finde, das ganze Ding ist, ja, müsste überholt werden, sagen wir so. Ob ich mich generell dafür einsetzen würde oder euch unterstützen würde, auf jeden Fall. Schreibt mir gerne, wie und vielleicht kommen wir da ja überein. Das würde mich sehr freuen. Lisa Ipex, erstmal hast du dich vorher beschwert, dass ich deine Fragen bisher noch nicht beantwortet habe. Ich habe in einem von meinen vorherigen Videos schon gesagt, dass es manchmal schwierig ist, auf alles zu antworten. Von daher seid mir bitte, bitte nicht böse. Ich versuche peu à peu alles zu beantworten, aber es geht nicht alles in ein Video, sonst wird es viel, viel, viel zu lang. Und ich kann nicht mehr sprechen am Ende, weil mir Fusseln aus dem Mund fallen. Du hast mehrere Fragen gestellt. Deine erste Frage, wie ich auf die Idee zu meinen Tattoos gekommen bin. Kann ich dir gar nicht beantworten. Es kommt einfach irgendwann in meinen Kopf, bam, eine kleine Idee und dann sage ich, das möchte ich gerne haben. Aber es sind ja alle Sachen, die mit meinem Leben und mit mir zu tun haben. Von daher, man hat halt auf einmal Musik im Kopf, sag ich jetzt mal. Und okay, Musik ist mir wichtig. Wie bringe ich Musik auf meinen Körper? So entstehen die Ideen. Deine zweite Frage, wie ich mit meiner TV-Karriere angefangen habe, das ist eigentlich ziemlich easy. Ich habe während meiner Schulzeit und während meines Studiums immer nebenbei kleine Komparsenrollen und sowas gemacht bei so Nachmittagsformaten. Das war ein ganz gutes Zubrot und so hat der ganze Spaß angefangen. Deine dritte Frage, was meine Lieblingsserie ist? Momentan Blacklist und Orange is the New Black auf jeden Fall. Die finde ich ziemlich cool.
Miss Smoky Gray, du hast mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in einer Kita mitzuarbeiten für einen oder mehrere Tage. Klar, warum nicht? Ich mag Kinder, wenn sie gut erzogen sind und nicht die ganze Zeit schreien. Ja, das war's auch schon wieder. Eine neue Folge von Pia Plaudert privat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr eine Frage an mich habt oder vielleicht sogar mehrere, schreibt es gerne in die Kommentare. Scheut euch auch nicht, verrückte oder witzige Fragen zu stellen. Da freue ich mich auch immer drüber. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Channel. Ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Arrivederci.